Ah, jetzt müssen wir erst wieder. Ah, okay. Ja, let's go. Overclock Production, ja! Und Player upgraded. Ich glaube, haben wir jetzt mehr Inventar Space? Ich weiß es gar nicht. Ja, ein bisschen einen, glaube ich, mehr anscheinend. Ja, sieht so aus wie einen. Ach, schön. Das geht voran. Ach, nice. Was mir ein bisschen fehlt, ist so ein Sortierer, ne? Wie bei Dingens, Factorio. Wo man Sachen einfach in eine Kiste schmeißt, so Müll, Blätter, Holz, und der sortiert einfach um und schmeißt das dann alles auf die entsprechenden Bahnen und später. Das kommt doch vielleicht noch, der Sortierer war ein später Gegenstand. Ah, okay, lass mich überraschen. So, aber süß, dass wir hier noch so einen Bohrkopf haben. Soll ich das ganze Biofuel in das ganze. Doch, ja. Ja, wir brauchen eh nur Biofuel daraus. So. Ist Biofuel wirklich besser als Biomass? Ja, Biofuel ist das Beste. Okay. Hey, wir haben 11 Overclock-Batterien. Geil. Ich schmeiß mal ganz kurz testweise eine. Na klar. Oder zwei. In den Apparillo hier hinten. Warte, ich will zu gucken. Ich komme. So, Overclock. 3 Batterien können wir reinmachen. Ja. Ich mach mal eine. Und zieh den Regler. Overclock. Clockspeed auf 150%. Clockspeed auf 200%. Den Unterschied, ja. Auch geil. Und jetzt mache ich nochmal die dritte Batterie. Ich glaube, die brauchst du nicht mal. 250. Die Förderband ist nicht schnell genug. Ich glaube, die bringt auch nichts, die dritte Batterie. Nee, die Förderband ist nicht schnell genug. Ja, okay. Gut, mache ich 201 und jetzt nehme ich die wieder raus. Das braucht aber mehr Strom dann. Genau. Ja. Aber dafür wandert da jetzt viel mehr raus hinten und wir kriegen vorne. Wie viel Eisen haben wir da jetzt? Ja, jetzt sammelt sich das Eisen vorne drin. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir noch Container zwischenbauen würden. Das Problem ist, wie viele Eisenplatten haben wir denn da hinten drin gerade? Ja, das geht ja noch. Geht ja noch. Oh, es ist in Ordnung. Sieht lecker aus. Da würde ich das gleich mal machen, aber ich brauche dafür. Ach, Eisenplatten brauche ich ja. Nee, ich brauch Concrete. Ah, Mist. Ah, schade. Ah, ärgerlich. Hast du Limestone noch oder brauchst du? Wir könnten auch mal eine Limestone-Geschichte hier machen, ne? Ansonsten, ich hätte Limestone gerade günstig im Angebot. Ich hole es mal raus bei dir, wa? Okay, ja, klar. So, komm. Cool. Ich füll's direkt wieder nach. Sollst ja auch nicht leben wie ein Hund. Danke. So. Concrete. Ah ne, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. So. Ding. Wir müssen auch unbedingt die anderen Sachen, wir müssen den Copper hierher holen, wir müssen Limestone hierher holen. Alles. Ich mache jetzt erstmal, ich wandle alles in Biofuel-Bums um. Prima. Damit wir Ditte haben. Jetzt muss ich hier noch kicken. Dit, Wunderbärchen. So, schön. Ja, schön ist dit. Dann baue ich mal hinten schön wieder an. Schwupp. Wer gedacht hat, dass unser Feld hier zu groß war, der hat übrigens falsch gedacht. Das ist nie zu groß. Ich glaube aber, das ist wie ein Factorio. Hast du das gespielt? Ja, klar. Ich hab's geliebt. Ach, ich hab's aber nie, durchgespielt. Hm? Oh, okay. Hast du es im Stream gespielt? Ja. Weil das Schlimmste, was ich die ganze Zeit zu hören bekommen habe, war immer wieder, du denkst zu klein. Ja, immer. Aber egal, wie groß ich gebaut habe, weißt du? Egal, wie groß. Ich habe den ganzen Bildschirm, Max, zu klein. Nein. Immer. Fick dich. Und im Endeffekt, sie hatten alle recht. Richtig. Und du baust schon diesen riesen 5-Strecken-Bus-System in der Mitte. Ja. Das ist zu klein. Das ist zu klein. Mach das nicht. Okay. Ja. So. Hat aber gut funktioniert, nur es wurde irgendwann zu klein. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, wie groß ist denn groß genug bei Factorio? Von Anfang an, so, weißt du? Bist so. Ja, leider nie groß genug. Ja, eben. Und so wird es auch hier, denke ich mal. Das glaube ich auch. Vor allem werden wir bald schon in die Bredouille kommen mit, was aus Eisen produziert werden kann und später noch aus Eisen und Kupfer. Das ist ja alles, momentan noch alles ganz harmlos, was wir hier gebaut haben. Das ist alles noch winzig. Ja, einzelne kleine Sachen zum Lachen. Mhm. Ich treibe mal ganz kurz die Forschung voran. Ja, na klar. Ich mache hier ganz viel Biofuel. 2000. Sehr gut. Forschung hier. Ich glaube, Pilze kann ich, glaube ich, auch untersuchen lassen, ne? Achso, wir haben ja wieder was Neues. Alles klar, warte. Incoming Message. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacocoerus plumiuscata or fluffy-tailed hog. Okay, ich mach mal den Bacon-Pilz hier rein. Mm. Oh, ein Bacon-Pilz, das wäre so geil, wenn es sowas gäbe.
Ey, klar, Schinkenpilz. Oh, Alter. Einfach wächst an feuchten, dunklen Stellen. Also, unterm Arm. In meiner Arschritze. Und ist einfach Bacon. Ich meine, wie gut ist das denn? Aber hier gekochter, ne? Oder gebraten, ne? Gebraten, ja. Entschuldigung. Ich war gerade kurz irritiert, so. Gekocht? Warte mal. Gekocht? Nein, gekocht. Moment. Stell dir mal vor, du bist im Hotel und dann, die versprechen dir irgendwie so Frühstück und so, ne? Buffet. Da ist der Bacon ja einfach gekocht und liegt da so schlabberig weiß da irgendwie. Ich würde es trotzdem essen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Da steht Bacon drauf. Das ist so. Oh, ich brauche Iron Plates und Iron Rods. Achso, Iron Plates habe ich ja hier. Nehme ich mal einmal einen Huni raus. Nimm mir mal einen Huni, komm. Und jetzt müssen wir Iron Rods aber eigentlich auch noch herstellen lassen. Ne? Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir dann die Barren trennen. Ja, aber es sollte auch irgendwie in der Nähe sein, weil wenn wir... Das ist halt so das Problem. Sagen wir haben dann irgendwie ein anderes Teil, was wir dann bauen müssen. Und dafür brauchen wir Cable, Iron Rod und Biomass. Aber die stehen alle an anderen Enden. Wie verbinden wir die dann, ne? Richtig. Dann müssen wir neue Produktionsstätten entweder bauen oder von den alten die Pfade darüber irgendwie bekommen. Richtig. Ich bin immer für neue Produktionsstätten. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man zum Beispiel erstmal so eine Eisenschmelz-Produktionsstätte macht, wo nur Eisen geschmolzen wird. Ja, ganz das, viel. Genau, da wird alles zusammengefasst an Eisen, was wir ernten überall auf der Map. Das wird da eingeschmolzen und von da aus führt es dann zentral wieder auf ein bis mehreren Förderbändern dahin, wo es gebraucht wird, zum Beispiel. Das klingt gut. Ne? Aber ich meine, da sind wir noch ein bisschen dran von entfernt, aber das wird passieren. Also wir werden... Ja. Wird. Das hier ist... Das ist Pipifax, was wir gerade machen. So. Hast du die Minen hinten wieder in Betrieb genommen, alle? Ich geh mal nachgucken. Ja. Weiß ich nicht. Weil ich mein Eisen haben wir ja gerade, aber Limestone. Was sind Minen? Soll ich mal Biomass? Mach ich mal kurz aus den Blättern. Oh Gott, das dauert ja. 2000 Blätter, na Glückwunsch. Ja, deswegen, ich stand auch gerade da. Also ich wirklich hab gerade nichts gemacht. Nur zugeguckt. Oh, 25 Holz. Ah ja, weil ich gerade Sachen abgebaut habe, okay. Ich mach nur das Inventar wieder ein bisschen leer. Ja, ich mach's meins gerade wieder mit Limestone voll. Puh. Damit du Concrete hast. Diese Biomass, das sind wirklich Biomass Leaves, aber im Inventar sind das dann nur noch Biomass. Ich verstehe das nicht ganz. Na, weil du stellst die Biomasse aus den Leaves her. Deswegen steht Biomass. Nur deswegen steht das dran. Ich dachte, das ist ja unterschiedliche Biomasse. Nee, Biomasse. Dachte ich auch. Okay. Aber dann habe ich beides gesehen und ich dachte, alles klar. Das heißt, ich kann eigentlich noch so einen Schredder für Blätter herstellen, für Notfall, wo alles reinschmeißen an Blättern. Und der wird. Komm. Blätter werfen wir weg. Oder? Ich dachte, hier wird alles genutzt. Ja, aber Blätter? Ich meine, können wir, klar. Aber Blätter? Ich meine, was hat das für eine Außenwirkung? Dass wir natürlich auch... Oh, ich habe immer ein bisschen erhöht hier gerade. Ja, dass wir uns natürlich um die Umwelt sorgen und auch Blätter ihrem natürlichen Ursprung zuführen. Weiß nicht, ob ich damit in Verbindung gebracht werden möchte. Wenn der natürliche Ursprung natürlich der endgültige Tod ist. Ah, jetzt reden wir eine Sprache. Ja, okay. Ja. Gut. Okay, hier muss auf jeden Fall noch ein Biomass-Behälter zwischen, falls wir da was machen wollen. Ja, das sollten wir machen. Das. Wir haben zu viel Biomass. Wir haben jetzt zu viel Biomass? Ja, also ich wollte die Kiste ja leer räumen von dem Ding, eigentlich gerade. Ja. Kannst du die leer räumen und wir packen das einfach mal alles bei dir in dein Ding da? In dein. Nee, ist kein Platz gerade. Wie du siehst. Oh, leck mich doch, was macht der Mann? So. Ich mach die ganze Zeit Bums, Bums, Bims. Ja. Oh, doch, ich produziere was. Bim, Bum, Bum. So, warte, ich mach mal. Ich forsche weiter. Ja. Oh, hier wird noch geforscht. Ich habe immer noch Texturenfehler. Der Bacon-Pilz hat bei mir auch wieder Blumentextur obendrauf. Oh. Okay, wie lange dauert es noch? 30 Sekunden. Hm? Würde ich auch essen. Es steht Bacon dran. Blumenbacon esse ich auch gerne. Schmeckt noch ein bisschen nach Myrrhe und Salbei. Oh, das kann gut schmecken. Myrrhe ist ein gutes Gewürz. Moin. So, was wollte ich? Ich wollte noch einen Container bauen, damit der feine Herr hier, ne? Ja, warte.
10 Eisen. Ich nehme mir mal ganz kurz 10 Eisenplatten von deiner Produktionsstätte. Boah, unverschämt. Ja, ja, ich weiß. Vor allem von deiner, das ist unsere. Oh, 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 okay. Ja, natürlich. Oh, hier können wir die Splitter machen, die Merger. Genau, ja, das meinte ich ja. Was ist uns wichtiger, die Splitter und die Merger oder 5 Inventory Space? Und selber Boxen bauen statt Container. Diese roten Boxen bauen können. Brauchen wir überhaupt eins von beiden? Also Splitter und Merger brauchen wir jetzt eh noch nicht. Also noch nicht. Alles klar. Okay, dann. Diese kleinen roten Kisten sind besser als dieser riesen Mordstrum, der bei dir steht, glaube ich, ne? Ja. Ja, dann machen wir doch das. Dann, ich hole mir die Hunde. Hier ist alles voll mit Limestone in der Kiste. Oh, oh. Ja, ich weiß. 1, 2, 3. 1, 2, Entschuldigung, ja, die war kurz da. Alles gut. So, ja, dann mach ich mal, ne, ich mach mal Concrete vielleicht. Ich dampf das mal ein bisschen ein. Es tut mir leid, ich habe ein Problem, Erik. Du, das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Ich habe ein Limestone-Problem. Das macht gar nichts. Ja. Was machst du da? Zement. Ach, du auch? Ja, wo sind denn jetzt die Eisen so da? Mann. So. Das Gute ist, 3 Limestone sind nur ein Concrete. Da kann ich es ein bisschen eindampfen gerade. Und das noch Bessere ist, ich kann die gleich bauen. Das ist wirklich gut. Ja, das ist toll. Dafür so. Habe ich so mit dir. Ding, 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 ding. So, können wir direkt bauen. Ich mach die 100 Eierenrotz. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Eierenrotz. Stuart, Eierenrotz, Stuart. Klang ein bisschen so, ne? Ein gutes Serienintro. Ja. Dann brauchen wir Bias. Gut, auch gleich mit. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt müsste ich, jetzt könnte ich hier die Dinger bauen, glaube ich. Ja, 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 das sieht gut aus. Haben wir davon noch genug? Missing Iron Rod, okay, die brauche ich auch noch. Ja, wir brauchen da echt noch Produktionsstätten. Warum geht das hier nicht mehr? Was ist hier passiert? Brauchst du Hilfe? Ach so, nee, das steckt noch voll mit Holz, glaube ich. Wobei der. Arbeitet der überhaupt noch? Ah, hier Bioma. Alles klar, okay, okay, okay. Ist was voll? Nee, nee, weil hier drüben voll war. Alles klar, nee, nee, schon gut, schon gut. Oh! Ja. Also Biofuel haben wir dann für die Reaktoren. Ich gehe mal die Reaktoren nachfüllen, wa? Ja, ich habe ja alles da reingepackt, was ich hergestellt hatte. Genau, ja. Genau, genau. 4 Reaktoren haben wir laufen. Ich glaube ja, ne? Aus Spaß könnte man sogar einen 5. dazu nehmen, aber brauchen wir noch nicht. Na, wir müssen ja auch nicht verschwenderisch sein. Ja, eben. Weil leider ist ja das der andere Nachteil an der Natur, neben der Tatsache, dass es hässlich ist und stört und un ist, ist, dass es leider sich nicht selbst reproduzieren kann so gut. Zumindest nicht so schnell, wie wir das verbrennen. Ja, 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 ja. Oh, oh, das kommt gerade pünktlich. Hier sind noch 3 Biomass drin. Leben am Limit. 2 sind hier nur drin. 1 nur noch. Leben am Limit. Also du hast jetzt Biomass reingemacht, oder? Genau, das Gute habe ich jetzt reingemacht. Also Biofuel hast du reingemacht. Oh, und das eine war sogar schon aus. Oh, also Biofuel habe ich reingemacht, nicht Maß, genau. Das eine Ding war sogar schon aus. Das ist nicht gut. Personals Storage, ready to lunch. Ready to lunch? Ey, ja. Geil. Milestone reached. Additional storage und bei dir hebt was ab? R&D inflated your pocket dimension and developed a personal. Okay, ich mach schon mal einen neuen Reaktor in Betrieb. Jupp. Da habe ich noch 119 Dingens mit, weil wir sind schon ziemlich am Limit gerade. Jetzt nicht mehr. Was ist jetzt? Eingemacht. Ist jetzt das Gute oder das Schlechte? Das Gute, nur das Gute. Und vorher war aber das Schlechte noch drin. Genau, genau, aber das war schon am Limit, also war schon Ende Gelände. Ja, die Kabel nochmal neu machen. Dann kann ich jetzt den persönlichen Storage bauen. Oh, wunderbar. Der kostet auch noch 6. Sehr gut, sehr gut! Jetzt habe ich gerade meine persönlichen 119 genommen. Oh, das ist ein Lookout Tower. Provides a good overview. Oh, das möchte ich mir einmal bauen. Moment. Ja, der ist schön, aber den machst du nur einmal, guckst nach oben und dann gehst du wieder. Vielleicht mache ich den noch zweimal? Nein. Okay.
Nein. Okay, okay. Okay, Iron Ingot 200, oder was? Wir brauchen Plates, habe ich, und dann brauche ich noch Iron Rods. Achso, da kann ich nicht direkt. Ich den diesen Turm gerade rumgelaufen sehe. Oh. Hallo. Oh, das ist ja wirklich. Man kann von hier oben bauen, das ist halt geil. Man kann da oben bauen? Ja. Wie? Ich kann von hier oben, guck mal. Ach so, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Du kannst unten dann Sachen setzen und so, ne? Ey, komm mal hoch, das sieht echt schön aus, was wir gerade gebaut haben. Du. Ja, da komme ich doch gleich mal hoch. Oh, da kommt die Rakete wieder. Guck mal. Warte, Rakete kommt wieder, guck mal. Ach, wie geil. Cool. Perfekt. Das ist ja gutes Timing. Oh, sieht echt ganz gut aus, ne? Ja. Wird noch ein bisschen größer jetzt, aber... Boah. Kann man machen. Das alles, mein Sohn, wird eines Tages dir gehören. Oh, das alles wird alles immer doppelt so groß. Bald. Bam! Haha! Stirb! Fuck. Mein Sohn, sagt er. Der Arschvater des Jahres, weißt du? Es bleibt alles meins. Dreckiger Sack. Also. Oh, Moment. Oh, hm? Ui, wenn du jetzt was... Ich stehe auf der Rakete. Hm. Lass den Turm unbedingt da. Wir probieren das aus. Beim nächsten, oh, beim nächsten, ja, Dingens. Oh ja. Oh, voll geil. Na, mal gucken. Grafikfehler, wir kommen. Kann man da schnell vielleicht hier rüber und dann hier hoch? Ob man das schafft? Das müsste sogar von der Zeit gehen, dass man was reinlegt und dann auch noch mit drauf kommt. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Doch, das könnte hinhauen, weil der ist am Anfang noch ein bisschen am Rumeiern. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, wie geil. Das müssen wir austesten. Das müssen wir testen. Ja, von wegen, man geht nur einmal rauf. Jetzt bist du schon zweimal raufgegangen. Hm? Ich werde sogar noch ein drittes Mal raufgehen. Ich werde richtig die Stufen abnutzen, bis die von Handschweiß und Fußkäse nur so paniert sind. Wenn das hochläuft, schon so ein Glitzchen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ja, gut. Konkret. Dann baue ich hier erstmal. Ich habe immer noch so viel Biofuel. Oh, ich habe Biofuel mitgenommen oder hin abgelegt? Wie viel Biofuel habe ich denn? Arme Mann ist wieder verwirrt. Und Holz habe ich auch noch in der Tasche, warum auch immer. Ich räume mal kurz mein Inventar leer hier irgendwie. Also ich ja, produziere das alles mal ein bisschen. Ich lasse mich von dir nicht produzieren. Soll ich mal ein bisschen Concrete, ne, dass wir noch ein bisschen bauen können? Kleines bisschen. Ja, ein bisschen Concrete. Ja. Ich, mein Personal Storage. Ich brauche so ein bisschen, also es war schön. Du brauchst Personal Space, ich verstehe. Ich brauche ein bisschen, ja. Es engt halt ein. Wieder Funk wieder für sich alleine spielt, weißt du, ist ja klar. So, huch, das war's? Ach so. So, 600 Biofuel. Na, let's go. Oh Gott. Oh Gott, das dauert ja. Oh Gott, wie lange das dauert. Oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Was machst du da? Hä, ja, ich baue hier schon mal weiter. Ach so. Do we have was dagegen? Nö, I'm a very happy man. I'm a very happy man. Ach Gott, ist schon... Ach Gott, wie viel braucht man denn da? Ah. Schade, dass man die ganzen Dinger nicht beliefern kann mit Biofuel. Das wundert mich ein bisschen, dass das nicht geht. Das wirst du später ganz bestimmt. Also ich nehme mal an, es gibt dann diese Nanobots wie aus Factorio. Oh, das weiß ich gar nicht. Ah ja, mit Kohle kann man das ja beliefern. Stimmt, jetzt noch nicht, aber später mit Kohle. Das muss zumindest gehen. Wenn nicht, dann bin ich böse. Ja, da bin ich aber dabei. Mich willst du echt nicht böse erleben, ne? Grubengraul! Ja, Grummel, Grummel! Mensch, jetzt aber... Sabalot! So, okay, der Rest kommt weg. Und Biofuel. Ich schmeiß mal einen Reaktor an, wa? Einen weiteren. Schmeiß mal einen Reaktor an. Die dürften eigentlich keinen Strom verbrauchen, wenn sie ihn nicht, wenn er nicht benötigt wird, oder? Eigentlich nicht, wenn sie nur dastehen. Nö. Also eigentlich wäre es okay, wenn ich dann noch einen Reaktor anschmeiße. Hm? Du hast ja gesehen, im Leerlauf haben sie ja auch was verbraucht, meintest du. Ja, aber minimal. Minimalst. Na gut. Damit kann ich leben.
So. Und die Reaktoren kann man übrigens auch overclocken, wollte ich auch mal sagen, ne? Geil. Was ist der Nachteil dann daran, einen Reaktor zu overclocken? Nichts, was soll da schon schief gehen? Oh. Da kann doch nichts passieren. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Saft, als wir brauchen. Wir haben gerade 6 Reaktoren am Laufen. Geil. Das gefällt mir gut. Steine im Weg. Wie kriege ich diese scheiß Steine weg? Ich dachte eigentlich, dass man die auch mit der Kettensäge wegkriegt, aber ich glaube, das hat ist Limestone. Hier liegt einfach Limestone neben unserer Basis, was wir nie mitbekommen haben. Okay, gut. Oh, ja, okay, cool, ja. Nice. Okay, ja, den Rest packe ich mal da hinten rein. So, ja, ich glaube, wir werden... Das wird ein bisschen reichen. Die nehme ich für die Kettensäge mit. 85 mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Kettensäge packe ich nach unten im Inventar, damit das ein bisschen sortiert ist. Batterien brauche ich eigentlich gerade nicht. Hm? Ja, ja. Ja, ich überlege nur laut gerade. So, und jetzt könnte ich theoretisch... Da muss ja wieder ein bisschen was loswerden hier. Jetzt baue ich mein Storage. So. Okay. Gut, die Maschinen haben wir. Aber was wir noch nicht haben. Oh, sind warte. Freunde. Hm? Sind Freunde. Du kannst ja welche aus Biomass bauen. Ja, so viel wie wir haben. Einfach so das Äquivalent zu Met-Freunden. So, ah, hier ist was neu, was erforscht, cool. Amanita lardum or bacon agaric can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Okay. Also wir können auch nach Baconpilzen scannen. Ich glaube, da kriegen wir einfach wieder Gesundheit. So, das dauert jetzt 12 Minuten und danach kriegen wir, glaube ich, Waffen oder so? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hast du gehört? Ja, habe ich. Waffen. Aber was für Waffen? Das weiß ich noch nicht. Wie weit hast denn du das gespielt in der Alpha? Och, wir haben einen Stream gemacht, das heißt fast durch. Nein, also ja. geht. Ich glaube, ich habe die... Das Space-Ding habe ich schon gebaut. Ich glaube, Tier 3 war ich. Ich weiß es gar nicht. Ach, krass. Ja. Dann kommen wir ja eigentlich im Vergleich langsam nur voran. Naja, wir sind jetzt erst bei 4 Stunden und es wird gleich noch richtig abgehen, glaube ich. Okay. Okay. Bin mir sicher. Da bin ich mir sicher. Muss ich also kein schlechtes Gewissen haben, dass ich so ein Stein im Rad bin. Oh, hä, überhaupt nicht. Gut. So, warte. Wir könnten natürlich schneller, wenn wir wollten, aber wir müssen uns ja keine Geschwindigkeit vorschreiben. Gut. Ja. So, ich baue nochmal Eirenrotz. Ich mach das hier alle gleich ein bisschen schöner. Jo. Und ich guck mal, dass ich diese Base hier bald... könntest du die rote Kiste vielleicht in deine rote Personal-Kiste packen? Unsere, die wir hier haben? Wenn ich die abbauen kann, klar. Abbauen? Sehe ich. Ah, die rote Kiste, den Inhalt von der roten Kiste hier, damit ich das großen Riesentrum hier abbauen kann. Guck mal, die Concrete habe ich mitgenommen, schon mal vorsichtshalber, mit einem Plan. So. Und die Kiste an sich. So, hier mache ich mal ganz kurz den hier. Kiste ist entfernt. Prima, vielen Dank. Mach dann nochmal ganz kurz den hier. Ich hoffe, das klappt alles, was ich da vorhabe. Ja, das dürfte noch ein bisschen dauern. Huch. Okay, hier müsste ich auch noch einen Storage-Container machen. So. So. Die Yellow Power Slug ist jetzt erstmal bei mir. Ja, klar. Ist ja eh alles fürs Team, nicht wahr? Natürlich. Ja. Darf man ja nicht vergessen, ja. Nein. Wir bauen hier natürlich unseren gemeinsamen Traum der Ausbeutung. Klar, sicher. Ja, unseren. Hm? Ja. Nicht?
Hab eigentlich gehofft, aber gut, das muss natürlich nicht. Das ist natürlich schon. Ist schon okay, Frank. Ist schon okay. Ich baue gerne mit dir meinen Traum. Dann sag mir doch einfach, wenn du mich hasst. So, das mache ich nochmal an. Dann kann der Iron Ingo da raus. Aber der hier ist aus, ne? Der ist aus, okay. Ja, das Blöde ist, das Eisen ist voll, ne? Oh Gott. Dann lasse ich die Maschinen gerade nochmal leer rutschen und sich entleeren. Hm. Limestone würde ich hier machen, dass der Limestone dann auch entsprechend. Brauche ich für Production noch irgendwas? Oh ja, da brauchen wir diesen dreigefalteten. Die heilige Dreifaltigkeit. So. Oh, jetzt habe ich endlich ein bisschen Platz, Ordnung, Schönheit, Eleganz. Hm. Alle. Das klingt schon gut. Ja, ja. So, bei Limestone kann man nur Concrete draus machen, ne? Da ist ja sonst nichts. Das weiß ich nicht, vielleicht kommt später noch was Schönes hinzu. Ja, vielleicht, aber momentan... Ja, jetzt gerade erstmal haben wir dafür nicht wirklich eine Verwendung. Na gut, mach ich einen Konstruktor hier für Lime. War das überhaupt das Richtige? Ja doch, müsste das Richtige gewesen sein. Mach ich hier Concrete und dann hätten wir theoretisch... Okay. Jetzt guck ich mal, was du da treibst. Was machst du denn? Ja, ja. Ach, jetzt machst du die ganzen Zwischendinger mit Containern. Ja, ja, genau. Ah. Und auch den Konstruktor jetzt für Limestone, damit man das nicht immer von Hand machen muss. Und schmeißt man es einfach vorne in den Container rein. Und dann geht hier ein sehr langes Ding bis da hinten zum Container. Okay, ja. Oh Mist, ja, ich stehe mitten drin. Das war nicht so schlau, ich komme nicht mehr raus. Hallo? Ich bin abgeschnitten. Oh Gott, das sieht au. Du hebst bei mir das rechte Bein, ja. Ich kann noch nichts machen. Warte mal, gucken. Hup. Okay. Deine Hilfe ist wirklich Gold wert. Ich weiß. Ich bin wieder gerne. So. Oh, okay. Legst du fest, hau ich drauf. So, das geht. Da wir keine Zwischenstation haben. Oh, das hat alles noch Power natürlich. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Die eigene Werbung aber auch wirklich. Warte mal, das ist aber nicht mittig dann. Oh, das ist ja krumm und schief. Oh Gott. Okay, das hatte ich jetzt nicht gesehen. Puh. Dafür war der Klaps. Zum Glück. Hä, aber hier ist wieder gerade? Das kann ja nicht sein. Okay, also nochmal. Den Personal Storage Box. Ja. Konstruktor. Die auf Standby, die Dinger. Okay, den kann ich jetzt nicht bauen, weil er hier steht. Das wird später noch ein bisschen schwieriger. Eine Maschine war nicht an. Das ist aber nicht. Achso, ich hab die ausgemacht gerade, damit die hinten sich die Container entladen. Verstehst du? Verstehe ich, aber bin böse. Warum bist du böse? Weil einfach nicht ausgehen. Ja, wo ich austeile, damit die hinten beide Container, die ja beliefern. Muss probieren, ernst zu sein. So, okay, das läuft schon mal durch, das ist gut. Und wie viel haben wir hier noch? 97? Achso, weil der hat sich jetzt hier entladen. Nee, irgendwie nicht. Klingt ja auch eklig. Was denn, entladen? Was ist denn da ganz eklig? Nee. Gesunder biologischer Prozess. Ja, ja, das ist halt sehr, sehr schön, dieses, ja. Ja. Binnenladen, böse. Entladen, gut. So. The more you know. Ach so. So, das ist jetzt auch angeschlotzt. Ach, das war Bio... Hä? Nee, ach, Erik, was machst du jetzt schon wieder? Brauchst du Hilfe? Nee, ich habe das Ding nicht konfiguriert, nachdem ich es nochmal gebaut habe. Alles gut. Okay. So, okay. Ja, das Ding kommt wahrscheinlich auch weg. Ist ein bisschen schwieriger später. Aber ist egal. Hier ist Kupfer. Hier wollen wir noch später Kupfer anschließen, glaube ich. Da, wo jetzt lauter Eisen drin ist. Ja.
Zweifache Produktionswege dann für irgendwas anderes später. Uff, das wird noch ein bisschen dauern. Boah, die Sonne. Boah, sieht die Sonne geil aus. Ich weiß, ich guck gerade beim Bauen da drauf. Boah. Das ist geil. Komplett natürlich. Die Sonne würden wir auch abbauen, wenn wir könnten. Daran habe ich gerade gedacht. Ohne Scheiß, ich habe gerade gedacht, eines Tages werden wir die Sonne abbauen. Was ist der Gedanke? So. Schön. Sehr schön. Ja. Sag mal. Hm? Das hier ist also dein Personal Space? Warum machst du das? Ordnung. Gut, gut. Er spielt ein ganz anderes Spiel als ich.